Ja, vielen Dank. Ja, ich denke, die Geschichte des Spiels selbst, die ist relativ schnell erzählt. Dieses Spiel stand natürlich im erheblichsten Maße unter dem Einfluss der ersten Minute, überhaupt keine Frage. Es war schon eine Zielsetzung von uns, natürlich bei diesen Bodenverhältnissen und unserer eigentlich in der Spielanlage sehr dominanten Art, den Gegner sehr früh unter Druck zu setzen, aber dass sowas in der Form positiv gelingt, das ist natürlich dann schon für uns als Auswärtsmannschaft eine schöne Geschichte, dass wir in der ersten Minute nicht nur mit einzelnen Führungen gehen, sondern direkt auch eine Überzahlsituation haben durch die rote Karte. Das hat uns das Spiel natürlich insgesamt erleichtert. Wir haben, glaube ich, dann in den ersten 20, 25 Minuten sehr aggressiv nachgesetzt, eine sehr, sehr gute Mischung gehabt aus ordentlicher Ballzirkulation, aber vor allen Dingen sehr, sehr zielstrebig im Spiel, haben uns in den ersten 20, 25 Minuten eine sehr ordentliche Zahl an Torschancen herausgespielt und waren dann folgerichtig auch relativ schnell souverän in Führung. Natürlich ist es immer so, dass eine Mannschaft, die jetzt zweimal nacheinander verloren hat, so wie wir, und die schon ganz ordentliche Ansprüche in dieser Liga hat, dass die immer nach so einer Negativserie so ein Stück weit mit der Angst möglicherweise leben muss, mit einem Gegentor dann vielleicht auch irgendwo so ein Spiel noch, dass es vielleicht noch kippt. Das war heute trotz des 3-1 nicht der Fall. Wir haben das Spiel dann in der zweiten Halbzeit ganz gut zumachen können und ich denke, für Bergisch Gladbach kam heute, ja, wie soll ich das so platt formulieren, vielleicht irgendwo alle Scheiße zusammen, die zusammenkommen kann. Nicht nur die rote Karte, sondern dann nachher noch ein Spieler, der ausfällt aufgrund von Verletzungen, obwohl das Wechselkontingent erschöpft war. Das hat es dann am Ende erleichtert, dieses Spiel zu Ende zu spielen. Ich sage ganz ehrlich, dass wir schon einen gewissen Respekt vor diesem Spiel hatten, weil wir wussten, dass Bergisch Gladbach unter dem Dietmar diese Geschichte hier als richtiges Derby angeht. Aber ich sage es nochmal, das war in vielen Bereichen mit Sicherheit nach einer Minute schon Makulatur. Ich möchte auch noch ein Wort loswerden zu meinen Personalentscheidungen. Man hat ja gesehen, dass ich heute einiges durcheinander gewirbelt habe. Ich habe das auch eben der Mannschaft gesagt, schon im Vorfeld. Das waren zum Teil Entscheidungen, die auf sportlicher Basis gar nicht mal so nachvollziehbar sind. Wenn ich das Beispiel Flottmann nehme, der bis jetzt eine sehr, sehr konstante, gute Saison gespielt hat. Ich hatte allerdings in dieser Woche den Eindruck, dass ich neue Reizpunkte setzen muss, dass das so gut funktioniert. Das ist dann das Glück eines Trainers, aber man muss da tatsächlich sagen, dass unsere gute Position, die wir bis jetzt in der Tabelle haben, dass die mit Sicherheit auch aufgrund der Breite des Kaders zustande gekommen ist. Und wie die Mannschaft das heute umgesetzt hat, das war schon okay. Ein letztes Wort, auch das möchte ich nicht versäumen. Nicht, weil ich irgendwo schleimen möchte gegenüber meinem Trainerkollegen, aber ich muss auch ganz klar sagen, das haben wir im Vorfeld gesehen, das, was hier in Bergisch Gladbach unter meinem Kollegen geleistet wird, das nötigt mir jedenfalls allergrößten Respekt ab. Ich weiß, ich habe selbst lange Jahre im semiprofessionellen Bereich gespielt, teilweise aus dem Anzug auf den Trainingsplatz gesprungen. Ich weiß, wie schwierig das ist, zu konkurrieren mit Leuten, die unter total professionellen Bedingungen spielen können und sich den ganzen Tag nur auf Fußball konzentrieren können. Da muss man ganz klar sagen, hier ist richtig was gewachsen. Und ich bin persönlich total überzeugt davon, dass Bergisch Gladbach am Ende mit Sicherheit nicht absteigen wird. Denn da steckt zu viel Moral und auch, ich glaube, zu viel Geilheit auf diese Liga drin. Dankeschön.